Wir befinden uns hier auf der Bavaria Cruiser 51, dem neuesten Modell der komplett überarbeiteten Cruiserlinie von Bavaria. Das Boot wurde von Far Yacht Designs entworfen und besitzt die typischen Features dieser Modellreihe. Das Boot hat ein großes ergonomisch gestaltetes Cockpit mit Doppelsteuerung und Doppelrudern sowie einer sehr großen Schwimmplattform. Auf den Steuersäulen kann optional ein Instrumentenpaket montiert werden, beziehungsweise das Schaltpanel für die Trim Control, die sich in Reichweite des Steuermanns befindet. Aber es gibt auch überraschende Details, wie zum Beispiel eine Tischlampe. Im Salon gibt es sehr viel Stehhöhe, aber auch einen stählernen Handlauf zum Festhalten bei schwerem Wetter. Das von Unlimited Designs gestaltete Interieur hat eine U-förmige Kombüse mit einem Naviplatz, der auch als Frühstücksbar dient, den wir schon von der Bavaria Cruiser 56 kennen. Auf diesem Boot gibt es drei Kajüten. Wir befinden uns in der Eignerkabine, die vorne im Bug ist und die auf Wunsch mit einem sogenannten Flex-Shot in zwei Kabinen geteilt werden kann für den Charterbetrieb. Die Bavaria Cruiser 51 wurde in einer der modernsten Werften gebaut und das gestattet es Bavaria, dieses Boot zu einem sehr aggressiven Preis anzubieten.